Der Pendix-Antrieb wurde 2016 neu gekauft und gleich vom Fachhändler in das Tahoe Speed Faltrad, das 2005 gekauft wurde, eingebaut. Nach 2 Jahren im Alltagsbetrieb lautet das Fazit kurz: alles bestens, funktioniert bisher ohne Probleme, Akkuleistung gefühlt unverändert. Der Pendix-Antrieb wurde aus folgenden 4 Gründen gewählt. Erstens, der linksseitig montierte Mittelmotor passt auf das 20 Zoll Faltrad Tahoe Speed, das sich selbst mit Akku weiterhin perfekt falten lässt. Zweitens, der geräuschlose Mittelmotorantrieb ist ausreichend kraftvoll und leistet bis zu 50 Newtonmeter Drehmoment. Drittens, der 300 Wattstunden Akku ist leicht zu entnehmen und wieder anzubringen. Und viertens, es gibt kein Bedienelement am Lenker, weil die Unterstützungsstufen sowie Ein-Aus direkt am Akku zu schalten sind. Also angenehm minimalistisch und praxistauglich. Die Alltagserfahrungen sind höchst positiv. Die 3-stufige Unterstützung reicht von sehr kraftvoll bis ausreichend gering. So kann man gut zwischen maximaler Reichweite und maximaler Unterstützung wählen. Im Wiener Stadtverkehr, der durchaus hügelig ist, wurden zu milder Jahreszeit Tageslaufleistungen von insgesamt bis zu 70 Kilometer gefahren, ohne mit leerem Akku anzukommen. Dabei wurde die geringste Unterstützung gewählt. Erwartungsgemäß war der Akkuverbrauch in den beiden stärkeren Unterstützungslevels deutlich höher. Wenn der Antrieb ausgeschaltet wird, kann man ganz normal weiterfahren. Pendix verursacht angenehmerweise keinen extra Tretwiderstand. Mittlerweile gibt es das knapp 7 Kilogramm schwere Pendix-System auch mit einem stärkeren 500 Wattstunden Akku. Da dürften Eco-Reichweiten von über 100 Kilometer im Alltagseinsatz Wiens problemlos möglich sein. Der Akku kann übrigens nur nach Entnahme geladen werden. Dazu gibt es eine stylische Ladeeinheit, die unseren Akku meist schon nach 3 Stunden wieder voll hatte. Die verschiedenen Betriebs- und Ladezustände werden durch farbige Anzeigen am Akku direkt mitgeteilt. Um den Akkudiebstahl zu verhindern, lässt sich durch eine ausziehbare Durchreiche ein Fahrradschloss durchziehen. Somit wird der Akku im Verbund mit dem Rahmen gesichert. Die neuesten Pendix-Systeme sind übrigens auch per App mit dem Smartphone zu verbinden. Inkludiert ist, neben Standard-Features wie Geschwindigkeit, Unterstützung, Ladezustand und Tourdaten, auch eine Navigationsfunktion. Nach 2 Jahren Pendix-Erfahrung von Herbst 2016 bis Herbst 2018 gefallen vor allem die problemlose Bedienung, der geräuschlose Mittelmotor, die Reichweite im Eco-Modus und die bisher 100%ige Zuverlässigkeit des Systems. Pendix ist nicht billig. Inklusive dem empfehlenswerten Einbau in der Fahrradwerkstatt sind Kosten ab ca. 1600 Euro bzw. ca. 1800 Euro für die Variante mit stärkerem Akku zu kalkulieren.